back from the dead. Gemacht werden. Ist ein Stück einfach so in der Luft. Kann ich das abarbeiten hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist ein Stück irgendwie in der Luft, so ein Grafikstück. Siehst du das auch? Kann es sein, dass das... Hier kann ich auch drauf stehen, guck mal. Hä? Ich sehe hier nichts. Und hier ist so ein Grafikstück. Ich spring mal hier hoch. Hier. Hier kannst... Oh, jetzt hast du es weggemacht. Ich konnte das nicht wegmachen. Bist du da nicht zu tief, was du da machst? Oh. Zwischendurch? Ja, zwischendurch sind so ein, zwei Löcher. Ja, die muss ich nachher mit Erde füllen. Das ist der Enthusiasmus, weißt du, wenn du einmal am Schaufeln bist, kennst du das ja. Ich muss noch ein paar mehr Schaufeln herstellen, weil wenn die ein bisschen stärker wären, könnte man mit einem Schlag die wegmachen, die Dinger. Ja, genau. Kommst du schon mal tief? Nee, ich bin hier auf einer Höhe. Nee, du gehst runter. Dann ist das hier noch nicht angepasst. Warte ich. Nee, du bist hier runtergegangen, guck mal. Nee, du machst das falsch. Nein, das ist nicht tief. Das ist schon die Spike-Höhe. Ach, du bildest du die Spikes ein, oder was? Da muss noch ein tiefer gehen als die Spikes. Die Spikes kommen noch ein tiefer. Ja, scheiße, war nicht eingebrochen. Der wurde nicht krack. Lol, hier Stein. Gleich finden wir Piratenschätze, wenn wir so weiter buddeln. Oder Dinosaurier. Oder der Weg zur inneren Erde. Zur inneren Erde, das klingt besser. Ja. Einfach das ganze Spiel abtragen und eben machen. Flüsse auffüllen, Berge abtragen. Egal. Bäume alles fällen, glatt. Eine öde Landschaft. Ja. Alles glatt ziehen und dann, ja, erreicht. Ah, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Erde, ich wusste es, die Erde ist eine Scheibe. Ja. Oh, 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 oh. Ich höre es. Ups. Upsi. Upsi. Wir haben ein bisschen was frei gemacht hier. Dann strahlt auch unser Scheinwerfer hier endlich mal. Siehst du, ich habe hier ein bisschen was freigemacht, aber guck mal nach rechts. Das hat es eingestürzt, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie weit soll man denn hier abtragen? Also drei, vier Blöcke weiter. So, dass das einstürzt, weil ich habe keinen Bock, jeden einzelnen Block zu machen. So habe ich mir das jetzt gedacht. Ja, ich guck mal eben, wie das hier von der Mauer aussieht, sodass du nicht wieder dran kommst. Ja, genau, oder so. Ja, so kann man natürlich auch machen. Ich meine, was wir auch machen könnten, ist, das als natürliche Brücke zu lassen, um rüberzuspringen. Aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Weil wir müssen ja sowieso Platz schaffen für die Türme. An den Ecken. Ja, genau. Und die sollen ja auch ein bisschen höher sein. Oh, shit, hier ist Stein. Sag ich ja vorhin. Ich habe sowieso vor, auf kurz oder lang alles mit Ziegeln zu legen innen drin. Das ist der Ziegelsteinpflaster. Ja. Boah! Warst du das oder warst ein Zombie? Das war ich. Achso, du hast geschrieben wie ein Zombie. Ich bin reingeworfen. Nee. Der Kotz hier auf den Kopf gefallen.
Nimmt nicht viel Energie ab, ne? Aber man denkt, dass man stirbt. Ja, doch. Er hat die Hälfte meiner Energie Echt? Ich weggenommen. habe nur 7 oder so verloren vorhin. Ich dachte, ich sterbe, aber war nicht so dramatisch. Was geht denn am Wochenende bei euch? Freundin ist da. Eventuell in meiner Frau Verkehrsübungsplatz. Ah, also nehmt ihr euch ein Hotel. Ah. Verkehrsübungsplatz. Oh, ich bin Level 52. Ich guck mal, ob ich jetzt von hier aus entgegenkommen kann. Einfach geradeaus buddeln, mal gucken. Bisschen dumm, ach da. Wenn er mal geradeaus buddeln würde. Stein buddel ich gar nicht erst. Weg hier! Was hörst du? Okay. Platz für einen Turm ist jetzt da. Du bist zu tief. Hä? Du bist zu tief. Jetzt dürfte hochkommen hier. Ja. Ja, das ist zu tief, wie du siehst. Ach, verdammt. Bin noch nicht gerade gegangen, sehe ich gerade. Die Breite dürfte reichen, würde ich sagen. Wenn der ganze Haufen hier noch einstürzt, ist gleich. Ah! Aber. Irgendwie 1000 Erde ich dabei habe. Und gar nicht so viel. Immer nur ein bisschen dabei, ne? 260, Hammer, meine Schaufel ist gleich kaputt. Ja, ich habe noch ein bisschen was.
voll gefährlich, so ohne Stütze hier arbeiten. Ach Quatsch. Vor allem für mich, ich bin noch tiefer drin als du hier. Ich muss ja gleich meine Leiche ausbuddeln, wenn es so weitergeht. Ich bin hier auf Stein gestoßen, auf meiner Höhe. Kenne ich. Ach, hier nicht. Welche Höhe machen wir jetzt? Die hier? Keine Ahnung. Wow! Geil. Wow. Wo bin ich denn hier? Aus wie ein Loch. Nein! Hi, wie gefällt euch Seven Left to Die? Ja, das ist super. Auf jeden Fall. Spielt es auch? Wie gefällt es dir? Siehst du, wir haben hier so ein großes. Ach, ich kann es ja nicht zeigen von hier aus. Von hier aus hier, wir haben hier so ein relativ großes Projekt da hinten laufen. Auf der anderen Seite haben wir auch noch ein kleines Häuschen. Also wir sind hier gut beschäftigt in der Welt. Wir sind noch ein paar Spieler, also deswegen kommen wir auch ganz nehmen gut. Nehmen wir die Höhe, die du jetzt hast, wo du gerade drauf stehst. Was machen wir? Ja, ist egal. Nehmen wir die Höhe, die du da hast, weil hier ist ja eine tiefer. Ja, direkt an der Mauer muss eine tiefer sein, ja, für die Stacheln, glaube ich. Oder wie wollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Genau, deswegen ist das da die Höhe, wo ich hier stehe. Genau, da müssen wir. Ich baue sowieso immer daneben ab. Also von daher, ihr könnt hier ruhig an der Mauer da machen. Ich mache immer daneben. Ich untergrabe immer hier ein bisschen. Okay. Dann graben wir erst hier weiter. Ja, immer so ein paar Blöcke weit von der Mauer entfernt, keine Ahnung. Achso, ich bin ja gerade noch mit am Untergraben. Ja, kannst du auch machen von deiner Seite. Ja, ja, klar. Das krasse ist, wir sind überhaupt noch nicht weit gekommen, ne? Guck mal. Nee, eigentlich nicht. Wie gefällt es dir denn? Spielt das Spiel? Warum ist hier eigentlich überall Stein auf der Höhe, wo ich arbeiten will? Zum Kotzen. Keine Ahnung. Außer als wäre da wieder Strafe, ey. Das kann gut sein, ne? Geht's da runter oder? Irgendwann habt ihr Strafe. Geht's da runter oder hoch, wo wir hinarbeiten eigentlich hier neben? Ja, hier ist echt überall Stein. Runter. Boah, ich glaube, was ich hier gerade mache, ist gefährlich. Wo bist du? Vor mir irgendwo. Ich glaube, ich komme hier gleich nicht mehr raus. Wir machen dir ein schönes Kreuz. Wie viele Spiele ich habe? Reden wir über die PlayStation 4 oder reden wir allgemein, wie viele Spiele ich habe? Weil allgemein, wie viele Spiele ich habe, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also mein Steam-Katalog... Eine Million Spiele. Weil mein Steam-Katalog dürfte so um die... 500 haben oder 600 oder irgendwie sowas. Oh fuck. Was ist los? Bricht der Scheiß ein? Nein, aber ich bin hier durch, weil ich gerade gemerkt habe. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Ah, okay, krass, ich seh dich. Oh oh. Meinst du, ich komm hier. Von wo soll ich rauslaufen? Ich war. Oh nein, weg! Lauf um dein Leben! Oh Gott! Boah, ich bin da gerade noch weggekommen. Boah, wir haben ein ganz schönes Stück hier. Ach, guck mal, ein so ein Ding, so ein Pillar steht hier noch, guck mal. Geil, sieht aus wie so ein Obelisk. So haben die also das gebaut in Ägypten. Für einen PC? Ja, also ich weiß nicht. Also es gibt, ich habe bei Steam so um die 500, sowas circa. Und bei Origin kommen auch noch ein paar Spiele hinzu. Halt die ganzen EA-Spiele und so weiter, ne? Die ich jetzt nicht auf der PlayStation spiele. Manche habe ich sogar doppelt für PlayStation, je nachdem mit welchen Freunden ich zusammen spiele. Kommt schon was zusammen über die Jahre, würde ich sagen. Vor allem was so Humble Bundle Sales angeht und so und Steam Sales und so. Mhm. Da
Humble Bundle, weiß Ja, ich da nicht. kauft man so mal eben, oder Steam Holidays, also da kauft man schon mal gerne so, keine Ahnung, 20, 30 Ja, Spiele. vor allem jetzt am Black Friday, ne? Black Friday, Cyber Monday. Weihnachten und all so ein Kram, ja, da kommt noch einiges. Oder jetzt Sommer Sale, habe ich auch einiges gekauft, also. Und da noch die PS Plus-Dinger. Ja, genau, PlayStation ist ja sowieso nochmal so ein Ding für sich. Da gibt es ja die ganzen PlayStation-Spiele, die man so kauft. Und dann gibt es die. Ich habe euch einen Daumen hoch gegeben. Ja, cool, Dankeschön. Kannst uns Danke. gerne abonnieren, folgen, Twitch, YouTube, was auch immer. Dann wirst du kriegst Notification. Wir spielen nicht nur Seven Days to Die, wir spielen jede Menge andere Sachen auch noch. Kannst auf dem YouTube-Channel Genau. sehen. Division, Battlefield, Battlefront zum Genau, Star Beispiel. Wars, genau, Battlefield 1 sind wir zurzeit dran, relativ aktuell. Was machen wir noch? Seven Days to Die zocken wir jetzt. Dann haben wir Mafia zock ich zurzeit. Den Let's Play, so ein komplettes Playthrough einmal durch. Und Life is Strange läuft, glaube ich, gerade noch. Und ja, es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch nachholen möchte. Die Metro-Reihe hole ich noch nach und Metal Gear hole ich noch nach. Also da kommt noch einiges. Bringt viele Videos in letzter Zeit. Also hast du ordentlich was zu gucken. Und bei uns ist eigentlich auch immer Spaß angesagt. Also heute ist ein ruhiger, weil wir heute Seven Days to Die spielen, ist dann meistens nicht so, geht meistens nicht sowas ab. Und wir sind auch nur drei Spieler, manchmal sind wir auch mehr. Aber wenn wir halt die anderen Multiplayer zocken, geht was ab. Super, danke fürs Abo. Dankeschön. Danke. Oh nein! Ups. Oh fuck, fuck, fuck. Ja, da bist du ja Wie geil wieder. das aussieht! Oh. Du bist so in der Hocke, guck mal, so wie ich gerade bin, so bist du weggelaufen, so. So Walking ein like an Krab. Egyptian. Hammer. Oh, geil. Oh fuck, ey. Ich hab nur noch gehört, oh mein Gott, und dann bin ich schnell da weggerannt. Boah, ey. Schock fürs Leben. Sorry, wenn es ein bisschen verspätet ist. Manchmal ist YouTube ein bisschen langsamer im Chat und so. Kennst das ja wahrscheinlich. Ein bisschen verzögert. Deswegen antworte ich manchmal ein bisschen Meine später. Schaufel ist am Popo. Oh ja. Was ist jetzt bei mir? Soll ich die reparieren oder was? Oder soll ich eine neue bauen? Warte mal, so, ne? Jetzt. Warte, warte. Ich baue mal zwei neue. Mach. Ich baue mal zwei neue. Was Oder kostet denn das hingeschickt. Reparieren? Wo sehe ich denn was? Ja, das ist sowieso eine Sache, die ich fragen wollte. Woran sehe ich, was mich das kostet? Das ist viel, gar nicht. Wie gar Das ist nicht. viel zu teuer, das reparieren. Das siehst du nicht, wie viel das Warte mal, kostet, da das steht reparieren reparieren. geschmiedeter Stahl. Da steht aber nicht, wie viel. Da steht tatsächlich nicht, wie viel ich brauche. Das kann nicht so wahr sein. Das muss doch irgendwo da stehen. Schlag dir das jetzt mit meinen Fäusten. Also mache ich die. Ich zerleg die dann. Genau, zerleg die oder mach eine neue am besten. Na gut. Hier, warte, soll ich die hier fallen lassen? Weil ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist. Ja, glaube ich schon. Ja, mach mal hier. Die ist jetzt auch ein bisschen besser hier. Cool, danke. Gerne. Also die scheiß Jucke auf. Und Was hast du, Jucker? Ja, ich habe auch Gras und so ein Kram dabei gehabt. Total dumm. echt, das gab es? Sorry, hatten Sie kurz mal ein Ich bisschen habe da Zeit? vorhin noch irgendwo Papier gefunden. Hey, hast du Gras? Hast du Blättchen? War der Film mal so geil. Ja, Mann. Sonst noch was, Mama? Am Bruder ziehen und so, das war einfach nur geil, ey. Buhu, by us, fuck So, you, wie ne? gesagt, Wie war wenn ihr das? uns zugucken wollt live, dann wir sind im Grunde jeden Tag live. Immer so um die. Ja, außer Samstag bin ich nicht da. Genau, ja, ich weiß, Wochenende ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber ansonsten im Grunde sind wir jeden Tag live und falls ihr uns verpasst, also meistens zur Abendstunde und dann in die Nacht rein. Und falls ihr uns verpasst oder so, gibt es die Sachen dann bei YouTube. Die meisten Sachen zumindest. Genau. Noch mal in der Zusammenfassung. Ja, genau, da gibt es dann so einzelne Parts und so und könnt euch alles. Du könntest uns Tipps geben. Ja, kannst du gerne machen, tob dich aus. Du hast unsere Base ja noch gar nicht gesehen, ne? Boah, das ist sehr gefährlich, was du da machst. Ich sehe nur deine Füße da unten drin, wenn ich an der anderen Seite gucke. Mama. Jetzt mal so eine Frage, Leute. Wie komme ich denn wieder hier rein? Ach, da vorne ist doch wieder das Häuschen, wo wir reinkommen, ne?
Ja. Stimmt, dann kann ich einmal hier im Untergrund gehen. Ich möchte jetzt einmal durchgraben. Wie kann das denn hier immer noch stehen? Eigentlich unmöglich, dass es hier noch steht, das eine Stück. Manchmal ist die Physik in dem Spiel etwas schwerfällig.